MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ach ja. So. Noch ein bisschen ETS-2-Stoff. Ich habe mich mal umgeguckt nach Mods und so weiter. Momentan spricht mich nicht wirklich ein Mod an. Das liegt aber auch daran, dass ich kein Interesse habe, momentan Mods zu benutzen. Das Spiel läuft perfekt flüssig, ohne Mods. Den einzigen Mod, den ich ja drin habe, ist der Regen-Mod. Wenn ihr möchtet, kann ich den auch gerne nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Ich mach's einfach mal und gut ist. Vielleicht schauen dann auch mal ein paar Zuschauer auch mal in die Beschreibung rein. Es ist meiner Meinung nach gar nicht mal so unwichtig, weil der Vorteil an einer Beschreibung ist natürlich, man entdeckt Dinge, die man vorher gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass ich auch auf Facebook zu finden bin, Leute. Ihr fragt immer so viele Fragen in den Kommentaren, das kann ich gut nachvollziehen, aber auf Facebook ist es für mich persönlich einfacher, Fragen zu beantworten. Von daher wäre es geil, wenn ihr mich auch auf Facebook liked und mir dort euren Daumen nach oben gibt, dass ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid und auch an Umfragen teilnehmen könnt, wie diese von gerade eben im letzten Part, dass man sagen kann, ja, von wegen, ich komme nicht drauf, wie es jetzt heißt. Ja, dass bestimmte Themen angesprochen werden. Ihr könnt natürlich weiterhin auch eure Themen unten in die Kommentare reinschreiben, dagegen habe ich natürlich gar nichts. Aber es ist momentan etwas schwer, Kommentare zu lesen, beziehungsweise die Benachrichtigungen zu bekommen dafür. Und von daher möchte ich nochmal sagen, Leute, Facebook ist einfach das Beste dafür, um euch zu informieren, und von daher benutze ich Facebook. Der Newsletter momentan ist kurzfristig stillgelegt. Ich arbeite da an etwas anderem, dass ich irgendwie einen schöneren, gestalteteren Newsletter hinbekomme, weil diese Textform ist zwar nicht hässlich, aber zweckmäßig ist sie halt nur. Und das finde ich schade. Da kann man deutlich mehr rauszaubern aus einem Newsletter. Von daher, Leute, jeder, der meinen Newsletter abonniert hat, somit weiß jeder Bescheid, dass momentan darüber halt nichts kommt. So, vorsichtig. Auf den Weg nach Paris im Kreisverkehr. Auf der A7 unterwegs. Hey, du Mixer da vorne. Aha, Gas geben kann er ja doch. So. Schön ist auch das Thema Rauchen. Es wollte einer aus der Community, dass ich darüber spreche, was ich davon halte, dass Elfjährige schon anfangen zu rauchen. Es gab ja mal den Fall in, war es Indien? Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Auf jeden Fall gab es da einen jungen Mann mit 3 oder 4 Jahren. Oder 2 Jahre, ich habe keine Ahnung, wie alt er jetzt war. Hat angefangen zu rauchen. Und ja, das ist natürlich das Gesundheitsschädlichste, was man einem Körper antun kann, frühzeitig anfangen zu rauchen. Das Problem ist, viele Raucher sehen einfach nicht das Risiko da drin. So, ich kann euch gerne aufklären. Ich tue es ungerne, weil jeder sollte seine eigene Erfahrung damit machen. Ich selber bin Nichtraucher zu 100%. Das heißt, ich habe weder eine Zigarette probiert, werde ich auch nie, und ich bin höchstens Passivraucher gewesen, da meine Freundin glücklicherweise aufgehört hat. So, ja, Kollege, gibst du denn auch Gas oder muss ich jetzt hinten reinfahren? Ja, war klar. Zur Thematik zurück. Umso jünger du bist, umso schädlicher ist es letztendlich für den Körper, weil es auf die Dauer gerechnet schädlich wird. Am Anfang scheint es cool zu sein, auch mit 40, 50 merkst du davon nichts. Mit Glück, mit Pech merkst du es auch schon da. Aber man muss sagen, die Gefäße verstopfen, das sage ich euch direkt, wenn ihr nicht mehr so mobil seid wie in diesem Alter. Das heißt, ihr seid zum Beispiel bettlägerig geworden, weil ihr euch nicht mehr bewegen könnt. Dann fangen an, die Venen zu verkalken, die Venen zu verstopfen durch das ganze Nikotin. Teer, was ihr einatmet, geht ein bisschen davon immer in den Sauerstoff durchs Blut und von daher auch natürlich an eure Blutgefäße. Und das ist dann nicht mehr so lustig, weil dann könnte, ich sage extra, es könnte, weil nicht jeder hat diesen Fall, spontan mal das Bein abfallen bzw. verfaulen, Hände, Ohren, ja, scheiß drauf, was auch immer. Also es, der Körper, wow, Kollege, Entschuldigung, es tut mir höllisch leid. Ich habe nicht auf dich geachtet da hinten im Rückspiegel. Im Seitenspiegel. Tut mir echt leid. Ja, das sind solche Sachen. Das tritt extrem stark auf, wenn man sich einfach nicht mehr so bewegen kann, wie man es gerne hätte.
Das heißt, wenn man einfach alt wird und ja, nicht mehr so mobil ist, das heißt, öfters auf der Couch sitzt, weniger unterwegs ist und so weiter. Wenn man dabei noch Sport treiben kann, würde ich es einem empfehlen, weil das ist nicht schlecht für den Körper. Also ich bin komplett gegens Rauchen. Rauchen gefährdet nicht umsonst die Gesundheit. Das ist auch nicht irgendwie so ein Kommerzspruch oder sowas, sondern nein, es ist wirklich so, dass Rauchen sehr, sehr, sehr schädlich ist für den Körper. Und natürlich auch für die Leute, die in eurer Umgebung sind. Zum Beispiel habt ihr ein kleines Kind in eurer Umgebung, ist es extrem schädlich dafür. Und von daher... Huch, okay, das war ein Stück zu nah. Ist immer sehr freundlich, dass sie hier einem vorbeilassen. Finde ich super. Muss ich nicht warten. Schaut euch mal den Stundenverbrauch an. Aber 30, 31 Liter ist eigentlich ganz angenehm pro 100. Bin ich jetzt der Meinung. 31 Liter pro 100 Kilometer für einen Scania-Truck ist, glaube ich, relativ normal. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. So, mal schauen, was wir noch für ein schönes Thema haben. Der Tod von Paul Walker, da muss man nichts zu sagen. Super Schauspieler, schade darum, dass er gestorben ist, aber auch schade für den Beifahrer, dass er tot ist. An den denkt nämlich keine Sau. Das muss man einfach mal gesagt haben. Auch wenn er den Rennwagen, Sportwagen da gefahren ist, tja, so ist es halt, ne? So. Was hältst du davon... Moment. Ich muss kurz hier Luki Luki machen. Bevor ich was vorlese und dann geht hier irgendwas im ETS in die Hose. Boah, was ist das denn? Für eine Einfahrt. Muss ich aber nah an den Rand fahren hier, sonst passt das alles nicht. Holla, die Waldfee, ist das eine Steigung. Ah. Den Namen kenne ich zwar nicht, haben wir den engagiert. So, wir fahren mal bis hier vor. So. So, jetzt muss ich ganz kurz hier auf die Maut. So, es kostet 8 Euro, das ist ja noch ganz human und angenehm. So, wenn ich jetzt gleich nochmal freie Bahn habe, dann kann ich das nächste Thema ansprechen. Ich weiß zwar selber noch nicht gerade, was es ist, aber das sehen wir dann. So, okay, was hältst du davon, von der Handspionage und von der USA? Okay, fragt der Johannes S. Lieber Johannes, ich selber bin da relativ tatsächlich disinteressiert. Sollen die Länder uns ja ausspionieren? Dazu habe ich aber schon mal ein Thema angesprochen in einer anderen ETS-Folge. Also, ich weiß nicht mehr welche, tut mir leid. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, wann ich nochmal über USA, Merkel und so weiter gesprochen habe. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr und von daher kann ich dem jungen Mann jetzt wirklich gar nichts helfen. Tut mir leid, junger Mann. Ah, mein Ohr juckt. So, wieder unter die Kopfhörer drunter. Kurz um die Kurve, rasen und danach geht's auch schon in die nächste Frage. Jetzt müsste gleich ja die Gerade kommen für die Frage. So, genau, wunderbar. Wie bist du auf dein YouTube-Hobby gekommen? Das würde ich gerne in der nächsten Folge beantworten. Sprich doch mal über die Leute mit Hautproblemen. Wie du mit umgehen, Verbrennungen im Gesicht hättest und so weiter. Ach, mit Hautproblemen, mit Verbrennungen und...
so weiter. Leco mio, hä? So, dann gucken wir mal kurz. Nach Paris will anscheinend heute keiner. Umso besser für uns, kommen wir umso besser hier um die Kurve. Ich muss mir das nochmal genau durchlesen. Kurz Moment. So. Sprich doch mal über die Leute mit Hautproblemen. Wie du damit umgehen würdest, wenn du zum Beispiel Verbrennungen im Gesicht hättest, etc. Wow. Das ist... Also... Verbrennungen im Gesicht, das ist schon heftig. Wie würde ich damit umgehen? Erstmal tun natürlich die Leute mir extrem leid, die wirklich in brennenden Häusern gefangen sind und nicht rauskommen und gerade so gerettet werden durch die Flammen hindurch oder so. Da muss man wirklich sagen, Respekt, dass die Leute noch leben, natürlich. Weil das ist wirklich ein Überlebenskampf in brennenden Gebäuden. So, einmal in den 11. Gang zurück. Irgendwie reicht der 12. nicht hierfür aus. 34,8 Liter verbrauchen wir momentan. Okay, zum Thema zurück. Wie würde ich damit umgehen, wenn ich zum Beispiel Verbrennungen im Gesicht hätte? Gut, im ersten Moment kannst du selber daran natürlich nichts ändern. Verstecken, ich weiß nicht, es bringt nichts. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen müsste. Da ich das selber nicht habe, kann ich davon auch nicht, also überhaupt nichts sagen. Nee, muss ich wirklich passen. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal kurz überlegt, aber Nee, ich habe wirklich keine Idee, was ich machen würde, wie ich damit umgehen würde, weil ich es mir einfach bildlich nicht vorstellen kann. Es ist ja im Sinne keine Behinderung, nur für den Menschen, der das hat natürlich, weil er sich... Ich weiß nicht, schämt man sich dann, wenn man so etwas hat? Das ist so die Frage, die ich mich stelle, weil... Ich gehe mal davon aus, dass es nicht angenehm ist für den Menschen mit den Verbrennungen im Gesicht, beziehungsweise Narben natürlich. Verbrennungen selber hat man ja dann nicht mehr, beziehungsweise wenn man noch Verbrennungen hat, ist eh ein Pflaster drüber, sieht man nichts. Ja, ich kann es nicht erklären. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich selber eine hätte. Vielleicht leben weiterhin so wie vorher, vielleicht aber auch ein bisschen zurückgebliebener. Leben, das heißt, nicht so oft rausgehen, vielleicht, um einfach den Leuten nicht meine Verletzungen zu zeigen. Das ist, glaube ich, eine sehr starke psychische Angelegenheit, solche Verbrennungen. Und können auch, glaube ich, nur mit ärztlichen Hilfen, zum Beispiel Psychotherapie oder so weiter, behandelt werden, dass man dann wieder öfters also animiert wird, so gesehen, nach draußen zu gehen. So, wir sind gleich da in Paris. Dann haben wir es hinter uns. Wir haben ein Drittel des Tankvolumens verbraucht, sind noch nicht bei der Hälfte angekommen. Ich glaube, wir haben gut Sprit gespart, gehe ich zumindest mal von aus und ich hoffe es eher gesagt. Weil das wäre echt schade, wenn es nicht geklappt hätte mit dem Spritsparen. Dieser Seitenstreifen, der hört sich nach dem Patch so komisch an. Und wie gesagt, im nächsten Part reden wir dann mal darüber, wie ich zu meinem Hobby gekommen bin. Ist eine interessante Geschichte. Habe ich zwar schon mal erzählt, aber ich finde sie immer noch sehr interessant. Was heißt interessant? Sie ist einfach so, ne? Wow. Nicht umsonst nur eine 50er-Zone hier. Achtung, so.